Hallihallo, Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf Skybounce. Heute bin ich nicht allein, sondern ich habe es letzte Folge schon mal gesagt. Auf meiner Insel spielt bereits ein anderer Spieler mit, das ist der liebe Packner und der ist heute mit in der Aufnahme. Hallöle. Hallihallöchen. Ach, da bist du schon. Hallo, vielleicht kennt der eine andere ihn, ein oder andere ihn doch. Er war bei so einigen Bedwars-Runden oder sowas mit dabei, also hat immer mal mit mir solche Minispiele gemacht und ist auch in diesem Projekt wieder da. Und momentan jetzt erstmal ganz schnell, was wir am Anfang der Folge vorhaben, daran habe ich jetzt nämlich Ewigkeiten gebaut und ich will es jetzt ausprobieren. Hier dieser richtig krasse Generator, den ich gebaut habe, der sieht auch total crazy aus, wie ihr hier seht. Den will ich jetzt ausprobieren. Und dazu testen wir das mal an diversen Rohrspawnern aus. Und ich würde sagen, wir lassen das jetzt den Zufall entscheiden. Das heißt, ich tue in meine Hotbar unten die Items rein. Das sind 1, 2, 3, passt eigentlich perfekt. Kann ich mein Schwert noch nehmen? Und du sagst mir jetzt eine Zahl zwischen 2 und 9. Und diesen okay. Spawner nehmen wir zuerst. 7. 7, okay. 7. Das ist ein Emerald Ore Spawner auf Level 3. Das heißt, den platzieren wir. Und er beginnt jetzt hier Emerald Ores zu spawnen. Und ich weiß nicht genau, wie lange es wartet. Okay, 20, wie lange es dauert. 20 Emerald Ores sollte nicht allzu lange dauern. Und der platziert die jetzt hier. Ah, da ist das eine. Der ist der erste. Und ihr seht hier diese komische Maschine mit den Pistons. Und die sorgt dafür, dass diese Fläche hier auf der diese Erze spawnen, sobald man sie abbaut, immer wieder aufgefüllt wird. Das war hier der Plan. Ich werde die Fläche noch vergrößern. Die wird etwa viermal so groß und in der Mitte kommt dann so ein Weg, wo man hinlaufen kann. Das heißt, das hier wird dann der Mittelpunkt. Da steht der Redstone-Block und man muss nur die Teile drauf platzieren. Wird ein bisschen schwierig, kompliziert, aber ja, wird cool. Skydrop. Eigentlich will ich da jetzt hinrennen, aber Warzone kommt. Jetzt noch nicht. So, ich würde sagen, einen baue ich mal ab zum Demonstrieren. Seht ihr, es wird sofort wieder vollgeschoben. Wir haben jetzt natürlich was ist denn schon wieder los? Ich habe leider keine Glücksspitzhacke. Ansonsten würde man da nochmal 2 bis 3 mal so viel rausbekommen. Also, ja, müssen wir jetzt leider so machen, aber ich denke mal, es wird gut. Willst du abbauen oder soll ich? Ich müsste meine Spitzhacke leveln. Ich würde auch sagen, dass du abbaust mit deiner super Spitzhacke. Sie ist erst Level 8. Kann sie beim späteren Level Glück mit dazu bekommen? Ja, wenn sie dann Verzaubertes hat. Emerald. Yay. So, ich denke mal, der sollte jetzt auch gleich fertig sein. 4 kann er nicht mehr spawnen. Obwohl doch eigentlich schon. Wäre eigentlich ganz nice. So, eine endliche Emerald-Quelle. Oh, nice. Meine Spitzhacke ist jetzt auf Level 9 gekommen. Auch nicht schlecht. Endlich. Das heißt, noch ein Level vor Level 10. Und ihr kennt ja diese Challenge, Spitzhacke auf Level 10 zu bekommen. Die wäre dann endlich erfüllt. Ach so, das bringt mehr XP. Warte mal. 1994 XP. Und 1000... Warte, wie viel XP hat das gerade gebracht? Ich habe das jetzt nicht so richtig gesehen. 1094 XPs. Und jetzt 984. Lol, wie viel XPs bringt das bitte schön, wenn man einen so ein Erz abbaut? Das ist ja OP. Hä, die kriege ich ja easy auf Level 10 heute. Nice. Jetzt fehlen nicht mal mehr 500 XPs. Ah, okay. Der Spawner ist jetzt fertig. Glasblock brauchen wir hier gerade nicht mehr. Das heißt, ich kann das jetzt hier mal abbauen und dann zeige ich euch, was ich damit meine. Das wird sich automatisch wieder auffüllen. Ja, ihr seht es. Und ich weiß nicht, also habe das noch gar nicht getestet. Ich weiß nicht, inwiefern man das überhaupt so schnell abbauen kann, weil es sich halt immer wieder automatisch auffüllt. Es gibt auch noch ein zweites Layer drunter. Leider ist da noch keine Plattform drunter, fällt mir gerade auf. Also, Parken, kannst du dich mal bitte hier unten drunter stellen, denn ich habe sonst das Problem, dass die Erze runterfallen. Okay, mache ich. Irgendwie ist das gerade ein bisschen laut, bin ich. Okay, ansonsten springe ich einfach hinterher.
Was? Das stimmt aber echt nicht. Oh Gott. Ich hab so eine Rune bekommen. Nice. Oh. Aber da, wo, hier, wo hier sind schon Öfen. Da ist kein Weg hin. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ist mir auch schon jetzt... Ja, die anderen Emeralds, die sind... Meine Spitzhacke ist fertig und ich habe damit jetzt das, das Dings, die Challenge completed. Das heißt, meine Spitzhacke, hä, wieso habe ich schon 21 Smaragde? Spawn doch nur... Ach so, da können ja manchmal mehr rausploppen, stimmt. Da war was. Wir haben übrigens natürlich auch vor, dieses Teil hier schön zu designen. Es wird in einem großen Cobblestone, in einem großen Cleanstone reingebaut werden. Mit einer Diamantspitzhacke, die da oben drauf einschlägt. Also es wird definitiv ein richtig nices Design auch bekommen. Aber momentan, naja, geht es erstmal darum, genug Geld zu bekommen, damit man mit Foldieren die Warzone gehen kann oder sowas. Also erstmal, dass wir ein paar Sachen automatisch produzieren und Geld bekommen. Okay, ich denke mal, das ist jetzt soweit hier alles fertig. Da oben ist noch der Block. Und wir haben 25 Emeralds bekommen. Unsere Spitzhacke ist schon halb auf Level 11. Das ist mega OP. Wir haben, by the way, auch 4 Eisen und 3 Gold bekommen. Und hier diese Rune. Und ich würde sagen, komm, du hast mehr Glück als ich. Du darfst die mal öffnen. Oh, was für eine Ehre. Und. Ah, warte, ich will mich boosten. Wow. Ui. Das kam raus. Ist das ein... Ach nee. Oh lol, ein Economy-Ticket für 13.300 Stars. Das löse ich mal ein, denn wir haben uns dazu entschieden, dass ich spare auf einen Spawner. Wir wollen in einen Blaze-Spawner... Verdammt. Wir wollen in einen Blaze-Spawner investieren. Und dafür spare ich jetzt das Geld. Und falls wir was brauchen, dann hat er auch immer, also Pygon auch immer ein bisschen Geld dabei, um was zu kaufen. Zum Beispiel jetzt mal Pistons oder neues Redstone. So, ansonsten, ihr seht, das baut sich jetzt hier vollautomatisch wieder auf, diese Fläche. Und boah, ich stelle mir schon so vor, wie richtig krass es wird, wenn diese Fläche noch hier ist und dort hinten und sich vollautomatisch aufbaut. Das wird so crazy. Naja, ich warte jetzt einfach mal kurz, bis das fertig ist. Bis gleich. Was? Dann ist das. Nein, so nicht jetzt? Doch, ich nehme jetzt schon auf. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Ich will jetzt. In dem Moment. Ja, in dem Moment. Das heißt, alles, was ich gerade sage, kommt jetzt in die Aufnahme. Ja. Sicher, dass du sie nicht nochmal machen möchtest? Ja, ganz sicher. So, ich habe jetzt hier gewartet, bis diese Flame-Plattform fertig ist. Und jetzt platziere ich einfach mal hier den Emerald-Spawner, warte wieder ab und platziere dann einfach die ganzen anderen Emerald-Spawner. Das cutte ich dann wieder raus, bis sie fertig sind. Bis sie fertig sind, baue dann nur noch ab. Was ich mal gucken wollte, steht da eine Range? Nee. Okay, egal. Und jetzt würde ich sagen... ich hatte so eine kleine, beziehungsweise wir hatten so eine kleine Roomtour, Haustour geplant, wo wir nochmal so ein paar Sachen zeigen und wir beginnen jetzt mal mit dem Haus von Pycon. Möchtest du uns das mal erklären? Wenn ich muss. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Vor sich sehen Sie die Villa von Pycon. Zuerst haben wir hier ein paar interessante Rosen. Das sind Bounce-Rosen. Sehr bekannt, auch sehr schön. Duften sehr schön. Was riechen sie so? Rosig. Ja, sehr rosig. Oh ja, dafür sind sie bekannt. Hier sehen wir ein paar Statuen. Wissen Sie, für was sie stehen? Ich würde sagen, das sind Leute mit Wasserallergie oder Leute, die die ganze Zeit sabbern. Ich bin mir noch nicht schlüssig. Tatsächlich sind sie nah dran. Das sind die versteinerten Feuergeister, die die Villa damals bewacht haben. Ah ja, die Feuergeister so. Mit dem Wasser. Soll ich die Lava für geben? So, wenn wir hier weitergehen, sehen wir hier gleich den Hauseingang. Das Haus ist noch nicht fertig, deswegen gibt es da noch nichts groß zu sehen. Aber man kann hier rumgehen und hier hinten ist eine schöne Blumenwiese. Hier soll bald ein Teich mit ein paar schönen Bäumen gebaut werden. Und ja, das war erstmal die Outdoor-Tour. Die Outdoor-Tour. Und
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Lassen Sie doch eine Bewertung da. Oder falls Sie Vorschläge haben, wie man das Haus verbessern könnte, können Sie diese gerne einreichen. Sehr schön, vielen Dank. Dann sage ich mal schnell noch mein Haus. Das ist hier nach drüben. Ist hier nach drüben, alles klar. Habe ich wieder toll gesagt. Hier dieses wunderschöne, schöne Material-Haus. Achso, da waren Druckplatten. Ha, gerade so bist du noch mit durchgekommen. Das ist innen noch gar nicht eingerichtet. Ich habe es halt nur so platziert. Hier oben ist dann das Dachgeschoss. Ich kann mich hier mal kurz rausbauen und es zeigen. Ich muss sagen, von draußen ist das schon ziemlich schön dekoriert. Ja, das habe ich natürlich auch ganz alleine geschafft. Wusst. Springst du? Nee, springst du runter oder bleibst du drin? Okay. So, perfekt. Dann sieht das wieder aus wie davor. So, von außen sieht das so aus. Am nicesten ist diese kleine Terrasse hier. Oh, hier fehlen noch Glasscheiben. Das hier sieht richtig nice aus. Und eine Frage, die ich mal noch hätte an Zuschauer, da gibt es bestimmt welche, die das wissen. Gibt es hier auf diesem Server Keys? Denn wir würden gerne Wege mit Keys bauen, so kleine Trampelpfade. Aber im Shop kann man das irgendwie nicht kaufen. Wir haben das dann nicht gefunden. Das, ja, würde mich mal interessieren, wenn das jemand weiß. Wäre nett, wenn das schreiben könnte. Und ansonsten machen wir jetzt weiter mit der schönen Inselführung. Und zwar ist das hier die halbautomatische Zuckerrohrfarm. Zumindest ein Teil davon, die wird noch riesig. Nach dort drüben wird sie sich ausbreiten und nach unten. Und ja, funktioniert so, dass man sich in das Wasser setzt, ein Gewicht auf seine linke Maustaste stellt, dann automatisch dieses Zuckerrohr abbauen. Natürlich wird hier, wo die Erde ist, noch eine Graswand entstehen, damit das Zuckerrohr dann nicht draufploppt und man das definitiv einsammelt. Und es wird gleichzeitig ein so großer AFK-Pool sein, dass man hier nicht wegen AFKness gekickt wird, denn wie ihr sehen könnt, hat man hier eine gewisse Laufbewegung da. Das heißt, in Minecraft läuft man eigentlich und man baut gleichzeitig ab. Das heißt, es ist so, als würde man auf einer riesigen Fläche, wie gesagt, laufen und dabei abbauen. Das ist sehr effizient. Hat man sogar sehr viel Spaß. Echt? Okay. Also man scheint gleichzeitig viel Spaß zu haben, zumindest packen. So, genau. Und dann geht es wieder hier nach drüben. So funktioniert diese Farm. Wir haben das auch zu 100% so ziemlich eingesammelt. Die paar, die liegen geblieben sind, haben jetzt halt Pech gehabt. Das heißt, es kann hier oben hin. Gucken wir mal, der Warspawner ist fertig. Das heißt, ich kann den nächsten zielen. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal wieder einen kurzen Cut, bis wir die restlichen zwei Emerald Seed Spawner geplatziert haben. Bis gleich. So Leute, also es ist jetzt schon ein bisschen was hier zusammengekommen. Und Packen LP hat gerade meine Spitzhacke. Darf ich die mal kurz haben? Yay. Wir sind bereit zum Kämpfen, Dankeschön. Hab ich gehört. Ja, genau. Ich baue jetzt hier die Emeralds ab, dann gehen wir zum Shop, verkaufen das Zeug. Danach geht's ab in die Warzone und ein paar Leute klatschen. So, im Chat wurde irgendwie schon festgestellt, dass ich online bin. Keine Ahnung, wie man das rausfinden kann, aber ich bekomme schon wieder MSG-Nachrichten. Das Problem ist, wenn ich aufnehme, kann ich die nicht beantworten. Ich bekomme generell so viele MSGs, also ich kann die wirklich nicht alle beantworten. Tut mir leid. Ich würde sie gerne alle beantworten, aber es geht einfach nicht, es sind zu viele. Das ist halt zu berühmt. Ja, genau. Ich habe gerade noch ein Dia bekommen. Aus einem Emerald. Oh. So, der hier oben müsste jetzt eigentlich auch gleich fertig sein. Wir haben schon fast, schon nahezu einen Stack Emeralds. Noch 8 Stück. 1, 2. Das ist so OP. Nice, meine Spitzhacke ist inzwischen auf Level 12. Oh, was kam denn da raus? Achso, ne, das war nur das Feuerteil von. Okay, wir haben jetzt über einen Stack Emeralds. Wie viel Geld man dafür einfach bekommen wird. Ah, ich backe immer in den Pistons rum. Das sollte ich möglichst nicht reinlaufen. Ich würde auch sagen, dass wir alles verkaufen, oder kann man sie irgendwie andersweitig nutzen? Nee, nicht wirklich. So, ansonsten hier unten diesen Boden habe ich übrigens auch bereits weitergebaut, sodass man hier problemlos die Teile abbauen kann. Ich glaube, das geht sogar bis vor. Ne, Bugge da drin, yay. Wie viel Essen hast du noch im Inventar? Noch 32.
Lol. Ah, warte mal, jetzt will ich mal schnell was machen. We surf. Wer We Surf nicht kennt, das ist eine Spezialfähigkeit der Spitzhacke, wo Erze, die man abbaut, wieder respawnen. Ich weiß nicht, was sie für eine Abklingzeit hat. Okay, 3 Minuten. Alle 3 Minuten kann man dann praktisch für 5 Sekunden, denke ich, sind das. Ja, ich denke mal 5 Sekunden. Endlos Erze abbauen. Das heißt, du baust es ab und es respawnt wieder. Das ist gerade, wenn man in der Warzone ist und Dia-Erz hat, sehr praktisch. Kannst du dir mal schnell 3 oder 4 Dias aus dem Erz rausholen. Und ja. Ach ja, ich habe jetzt schon 3 Dias bekommen. Durch das Abbauen von Emerald. Was? Okay, der da oben spawnt jetzt weiter. Wir haben schon nahezu 2 Stacks Emerald Ores. Emeralds. Und der müsste doch eigentlich langsam auch fertig werden, oder? Also. Eigentlich schon. Ich habe auch schon 8 Gold und 12 Eisen da jetzt rausbekommen. Meine Spitzhacke ist inzwischen auf Level 14. Sie hat jetzt schon eine 1,3%ige Chance, Eisen zu droppen. 8%ige Chance, Iron zu droppen. Das ist so OP, dieses Teil. Ah, nice, du hast schon die Equipment. Kannst du mir auch schon mal eine Rüstung craften? Habe ich schon gemacht. Liegt 8 Platz in der Kiste. Nice. Also all das Equipment, was du brauchst. Yay. Dankeschön. So, die Spitzhacke mach ich so. Dann, ich nehme mir auch mal Goldäpfel mit. Zieh ich mir die Tierrüstung an. So. Müsstest du genauso viel Essen wie ich haben, die gleiche Spitzhacke, das gleiche Schwert. Natürlich nehme ich diese ganzen Spawner hier nicht mit. Warte aber noch, bis der hier fertig gespawnt hat. Und baue die Emeralds hier noch ab. Dann waren das noch nicht mal alle Emeralds, gell? Das waren jetzt 3/4 und wir haben schon mehr als 2 Stacks Emeralds. Das musst du dir überlegen. Das heißt, wir bekommen nochmal 1/4 mehr, also nochmal einen halben Stack. Meine Spitzhacke kann jetzt auch mit einer 0%igen Chance selbst Emeralds droppen, also. Das wird richtig nice. Richtig. Was ist das maximale Level für die Spitzhacken? Das weiß ich selbst gar nicht. Keine Ahnung. Okay, langsam müsste der fertig sein. Also ich denke, das waren jetzt schon 10 Spawner, Spawn-Dings, Tappen, keine Ahnung wie das heißt. Von dem, der müsste langsam fertig werden. Komm schon. Okay. So, wir haben jetzt hier einfach mal den letzten Spawner platziert. Hier unten diese ganzen Erze baue ich noch ab. Danach geht's ab in die Warzone. Vielleicht erwischen wir einen Skydrop, das wäre richtig nice. Wir kennen beide schon ein paar richtig coole Kistenspots, wo 2 bis 3 Kisten nebeneinander sind, die man dann looten kann. Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, ich bin ja eigentlich kein Fan von neuen Leuten, die sich ausloggen. Aber so, ja. Wenn ich 2 Kisten gelootet habe und dann so ein OP-Typ kommt, ja, dann sehe ich das als legitim, das sage ich jetzt gleich schon mal im Voraus, bevor sich denn jemand beschwert, sagt, ey, das macht man doch nicht und das findest du selbst nicht gut. Ja, ich finde das selbst nicht gut, aber wenn da so ein OP-Typ kommt, dann habe ich da eigentlich keinen Bock zu sterben. Der Pisten hier unten hat auch keinen Bock mehr, was zu machen, oder? Letztens waren wir auch einfach mal so in der Warzone. Und da hatten wir auch 3 Kisten gelootet. Und konnten leider nur die Hälfte nach Hause bringen. Stimmt. Stimmt, ich will euch auch mal. Ja, 1,5 Kisten. Der Rest ging leider verloren. Hä? Was geht denn mit dem Pisten da unten? Der hat irgendwie keinen Bock gerade. Keine Ahnung, was der für ein Problem gerade hat. Egal, ich gehe jetzt die Emeralds mal easy verkaufen. Willst du auch welche verkaufen? Oder passt das? Nein, du kannst alle verkaufen für die Aufnahme. Sonst hättest du natürlich nichts gesagt. Ich habe jetzt 3 Dias, 11 Gold, 14 Eisen bekommen und 2 Stacks 25 Emeralds. Und eine Spitzhacke auf Level 14. Ja, klar. So, dann ab zum Spawn. Ich gehe zum Market. Und wir treffen. Du kommst mit? Okay. Guckst du mir zu? Ich bin Level 24. Ich glaube, ich gönne mir mal schnell
das saven meine XP-Level. Das ist nämlich aber viel. Du musst jetzt gute Preise rausschlagen, okay? Also, wenn du da deinen fiesen Blick aufsetzt, dann lässt du bestimmt ein bisschen mehr okay. springen. Ich verkaufe die jetzt alle. 1500 Stars pro Stück. Kling, kling. Wir haben 229.000 Stars bekommen. Nice. Okay, ich muss jetzt kurz die Ausnahme kurz unterbrechen, damit ich da drauf klarkomme. Nein! Verdammt, wir haben gerade den Skydrop verpasst. Ich bin gerade nochmal zurückgegangen. Schnell. Mach ich das. Jetzt schnell einfach. Du bist noch da beim Market gegangen, ja? Oder bist du zu dem Kissenspot gelaufen? Gleich am Anfang da. Bist du bei dem Market langgelaufen oder? In der Eiswelt? Hallo? Ja, ich bin ganz normal langgelaufen. Okay. Er hat sich... Oh mein Gott, was ein Typ. Was? Er hat sich einfach ausgelockt. Er hat hier gewartet und hat sich ausgelockt. So. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Ansonsten... Ach, irgendjemand hat hier schon gerade eine Kiste geöffnet. Ich renne hier mal so ein bisschen durch. Ich kann dort hinten eine Insel, wo eine steht. Bist du ganz am Anfang? Nee, ich bin zwischen dem, wo du lang... Ich bin einfach ins Void gebackt. Nimmst du schon auf? Ja. Okay. Ich würde sagen, den Eisentypen... Ja. Nein, och Mann! Ich backe die ganze Zeit rum. Und jetzt bin ich schon zweimal hintereinander ins Void gefallen und krieg den Full-Iron-Typen nicht. Okay, jetzt hinterher. Boah. Okay, jetzt kann ich wieder ordentlich hier langlaufen, aber es war gerade echt schlimm. Vor allem auf dem Eis bugge ich immer extrem rum. Treffen wir uns in der PvP Safety Area? Na, ich bin hier gerade am Ort, wo ich nicht wegkomme. Ach so, das ist natürlich ungünstig. So, ich glaube nämlich hier unten war irgendwo so eine Kiste. Muss ich von der Brücke aus gucken, ob ich die hier finde. War da unten nicht eine? Nee, Mist, dann habe ich mich gerade in der Insel geirrt. Egal, lass uns mal irgendwo treffen. Wir machen mal Koordinaten aus, oder? Ja, ich komme hier aber nicht weg. Dann mach Slash Spawn und lauf einfach ja, neu. Das kann ich aber nicht, weil ich gerade im Combat bin und mich die ganze Zeit so kleine Typis schlagen. Ach so. Tja. Oh, da wurde jemand gemutet. Nö. Passt schon. Ja, natürlich, warte, ich komm gleich. Wo bist du? Also sag mal deine Quads. Ich bin untergeschlagen. Sag mal deine Quads. Nee, gleich am Anfang, wenn du reingehst. Ach so, da, okay. Ich und jetzt komme. Schlägt ein Dia-Typ gleich auf mich ein. Du hast natürlich nicht mehr viele Leben. Nein. Hast Goldäpfel dabei? Ja, alle weg. Oh. Das klingt bitter. Lol, auf der Insel ja, war ich. Er kann mich schlagen, aber ich ihn nicht. Das ist strange. Da packt der Piken wieder seine Hex aus, gell? Okay, ich glaube, ich bin tot. Die Aussage. Aber kannst du mich schnell retten, oder? Ja, ich bin in, keine Ahnung, 20 Sekunden da. Kommt drauf an, wie ne? schnell ich es schaffe. Ganz, ganz schnell. Ich habe noch ein Herz. Und tja, dann bist du... Er rennt weg. Das ist nice. Oh. Okay, ich komme. Hm. Dann fighten wir jetzt zusammen. Ich komme jetzt aber zu dir gerannt. Go away, wenn du mich schlägst. Er schlägt mich! Ah, eine Sekunde und ich werde... Hä? Wo bist du? Ach, da bist du. Ja. Save me bitte, ich habe ein Herz. Ja. Mach ich. Okay. Du bist da unten, gell? Ja. Ich warte hier auf dieser Insel und baue hier immer Sachen mit ab. Zum Beispiel Dias und Zeug halt. 5, 2, 2, 1. Wie der Typ in der Ecke gesneakt hat, richtig süß. Hey, hier sind überall Kisten. Hast du die gelootet oder? Nein, aber wir haben andere gelootet. Ach Mann, oh, ist so traurig. Ja. Okay, ich komme jetzt. Ich habe keine Goldäpfel mehr. Okay. Aber ich konnte eine Steinspitzhacke und Eisenstiefel abgreifen. Oh mein Gott, richtig OP. Ich habe einen Kill gemacht. Naja, also wenn... Oh, da ist ein Eisentypi. Wenn die Leute ohne Equipment mich angreifen, dann... Oh. Hätte er mit dem Eisentypi geteamt.
Aber wenn er mich angreift. Oh lol. Achtung, Achtung, hier ist einer, der hat mich getötet, der hat mich getötet. Auf der Insel ist so ein Diatypi. Der hatte noch 6 Mal. Bei mir ist auch ein Diatypi. Gleich am Anfang oder normal, auf der Insel? Ja, gleich am Anfang. Gegen ach, verdammt. Ich gerade. Ich habe ihn mit 5 Herzen gestartet, er mit Full Life. Ich hasse es, wenn man das Volt backt. Und da ist ein anderer jetzt und der killt mich jetzt. Ich echt? Das ist der dich auch getötet hat. Ja. Der will Stress. Er hat mich schon wieder getötet. Aber der hat auch echt übelst den Klickspeed gehabt. Ich hätte den Goldapfel essen müssen, aber er hat mich vermutlich eher gekillt gehabt, als ich ihn gegessen hätte. Ich muss jetzt versuchen, schnell in die Safe Zone zu rennen. Ja, mach das. Ich bin dann immer hinter dir und schlag ihn runter oder sowas. Oh, er ist nicht mehr hinter mir. Nicht? Das ist nice. Doch. Aber wir hätten ihn. Aber ganz weit, ganz wir müssen ihn töten. Wir müssen ihn töten. Er hat mein Equipment. Das will ich wieder haben. Ich behalte ihn im Auge. Ich habe nämlich auch ein Diatypi erledigt. Wenn du zu mir kommst. Ich habe kein Equipment. Ich bin nur da, um die Leute runterzuschlagen. Er kommt zu mir. Kein Problem, ich bin hinter dir. Halt ohne Equipment, aber ich kann ihn von hinten runterschlagen. Ich habe ja Equipment von einem Typen bekommen. Okay. Der kommt jetzt ziemlich genau auf dich zu, gell? Soll ich ihn mal. Ich bin gleich in der Super Zone. Ja, okay, er auch. In der No-PvP Zone. Ich bin drin. Okay, ich nicht. Ich glaube, ich bin gleich tot. Das war jetzt ein bisschen ungünstig von mir. Kannst du zur IS kommen? Ich bin immer ein bisschen tot. Also ja, ich glaube, das ist jetzt natürlich jetzt nicht so prickelnd, so in der Aufnahme zu zeigen, wie ich sterbe, aber ja, das lief gerade irgendwie nicht so gut mit PvP. Ich würde sagen, das war's auch für diese Folge heute. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal eine Bewertung da. Wenn ihr mehr Videos mit Falcon RP habt, und dann schreibt es auch. Da freut er sich natürlich auch. Und sein auch vielleicht Hausvorschläge. Genau, Hausvorschläge. Ansonsten sein Kanal, auf dem er demnächst auch Videos hochladen wird, ist jetzt hier oben verlinkt. Also klickt doch mal drauf, wenn ihr ihn ganz am Anfang schon nicht verpassen wollt, könnt ihr ihn schon mal vorläufig abonnieren. Wie gesagt, kommen zwar noch keine Videos, aber das wird bald kommen. Also wir sehen uns, bis dann. Ciao, ciao.